Wie eine Bestie in Menschengestalt. So habe ich mich in den letzten Tagen, den sogenannten Aufbautagen nach meinem 10-tägigen Heilfasten geführt. Und was mir dabei genau passiert ist, das verrate ich euch heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wer vielleicht denkt, dass 10 Tage ohne feste Nahrung eine richtige Herausforderung ist, der hat tatsächlich noch nicht die Aufbautage erlebt. Denn ich kann euch sagen, irgendwie hat sich meine Disziplin aus 10 Tagen Heilfasten im Laufe der Aufbautage völlig verabschiedet. Es war eine richtige Berg- und Talfahrt. Von meinen eigentlichen großen Vorsätzen der rohkostveganen Ernährung bin ich immer wieder extrem abgewichen. Und das soll euch einfach auch hier mit dem Podcast und mit dem Video eine gewisse Warnung sein. Wer also glaubt, 10 Tage ist eine Herausforderung, nicht zu essen, der sollte dann auf die Aufbautage aufpassen. Aber erstmal der Reihe nach, wir beginnen mal mit den Zahlen, Daten und Fakten, denn zuletzt waren wir ja bis Tag 9 gekommen und dann war praktisch noch der 10. Tag, als ich das letzte Video aufgenommen habe. Da möchte ich euch einfach mal die Zahlen, Daten und Fakten mit auf den Weg geben. Wo stehe ich, wo stand ich im besten Punkt und wo stehe ich aktuell? Gestartet nochmal mit dem reinen Gewicht sind wir ganz am Anfang, bevor das Fasten begonnen hat, bei 85,2 Kilogramm. Und als das Fastenbrechen dann eingeleitet wurde, bevor ich dann das erste Feste zu mir genommen habe, habe ich auch nochmal alle Zahlen, Daten und Fakten aufgenommen. Und da lag dann mein Wert, mein Körpergewicht bei 79,0. Also insgesamt habe ich in 10 Tagen über 6 Kilogramm Körpergewicht verloren. Dabei hat sich mein Muskelmasse Anteil erhöht von ursprünglich 37,9% auf 40,5%. Das war der Wert, bevor ich mit dem Fastenbrechen gestartet habe. Mein Körperfettanteil hat sich reduziert von 22,2% auf 17,5%, also auch hier fast 5% Körperfett, die ich verloren habe. Das war der Stand vor 5 Tagen. Das heißt, heute ist Montag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mein Fastenbrechen war am Donnerstag. Und das heißt, ich hatte Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Tage, um so langsam wieder mich an feste Nahrung zu gewöhnen, als auch, das war ja mein eigentliches Ziel, nicht Körpergewicht reduzieren oder Körperfett reduzieren oder Muskelmasse aufbauen, sondern mein eigentliches Ziel war ja eine rohkostvegane Ernährung. Und da kann ich euch jetzt schon mal im Vorfeld sagen, ich muss das so ein bisschen abwandeln. Ich habe momentan einen Ernährungsstil, den würde ich als vegan oder weitestgehend veganen Lebensstil mit hohem Rohkostanteil. So wäre wahrscheinlich die originale Bezeichnung, weil ausschließlich Rohkost schaffe ich nicht. Das lässt sich einfach nicht mit meinem Berufsleben, Familienleben, Freundesleben und so weiter kombinieren. Da habe ich einfach zu starke Ausreißer, aber da komme ich später nochmal ein bisschen dazu. Es ist jetzt ein weitestgehend veganer Ernährungsstil mit hohem Rohkostanteil. So habe ich es jetzt für mich definiert. So, wo stehe ich heute von den Werten? Mein Körpergewicht hat sich erhöht wieder von 79,0, das war der Tiefpunkt, auf derzeit 81,9. Das heißt, ich habe nicht ganz 3 Kilo wieder zugenommen. Das ist aber wohl völlig normal. Also 2 bis 3 Kilo ist alleine durch die Stoffe, die der Körper wieder aufnimmt, durch die Nahrung, die sich im Körper befindet, sind 2 bis 3 Kilo Gewichtszunahme nach der Fastenkur völlig normal, solange es sich jetzt bei diesen 82% stabilisiert. Der Körperfettanteil hat sich allerdings reduziert, und das ist nämlich das, was mir Hoffnung macht. Wir waren ja bei 17,5, derzeit bin ich bei 16,9. Also mein Körperfettanteil ist nochmal ein Stück nach unten gesunken. Gleichzeitig hat sich auch mein Muskelmasseanteil nochmal ein Stück erhöht von 40,5 auf derzeit 40,9. Also von daher interessiert mich das momentan mit dem Gewicht relativ wenig, solange der Fettanteil in die richtige Richtung und der Muskelmasseanteil in die richtige Richtung wandert, ist alles toppi. Das passt alles so von den Werten. Aber mit der Ernährung, da muss ich auf jeden Fall wieder meine Disziplin irgendwie wiederfinden. Ich habe immer momentan einen Tag Disziplin, einen Tag kein Disziplin. Einen Tag Disziplin, einen Tag wieder Murks. Das muss auf jeden Fall besser werden. Ich habe ja so gesagt, so 80-20, besser so 90-10. Wenn ich es schaffe, 90% meiner Mahlzeiten vegan mit hohem Rohkostanteil zu gestalten, dann bin ich zufrieden.
Wie sahen allerdings jetzt meine Aufbautage aus? Der 10. Tag übrigens, der verlief völlig entspannt und normal. Ich war damit eher beschäftigt, mich auf die darauffolgenden Tage vorzubereiten. Ich habe mir einen richtig geilen, saftigen roten Apfel gekauft, den ich benutzt habe, um mein Fastenbrechen einzuleiten. Ich habe mir ein Dörrapparat gekauft, ich habe mir einen Entsafter gekauft, ich habe mir einen Spiralschneider gekauft. Alles so Utensilien, die man einfach benötigt, um eine halbwegs Rohkost vegane Ernährung zu gestalten. Und da verlief es auch am ersten Tag des Aufbautages relativ gut. Es gab nur einen einzigen kleinen Ausreißer, aber wir gehen der Reihe nach. Womit habe ich angefangen? Es gab frühs wieder mein lauwarmes Glas Wasser mit Vitaminpräparat und dazu habe ich meinen roten saftigen Apfel genommen, habe ihn entkernt und auf meinem Teller präsentiert und als dann die Familie aus dem Haus war, habe ich einfach mir mal 10 Minuten nur für mich und meinen Apfel genommen. Und ich kann euch sagen, es war eine regelrechte Geschmacksexplosion, die da in meinem Mund vor sich ging. Also wenn man 10 Tage lang nichts gegessen hat, ist das einfach spektakulär, was da so im Mund abgeht, wenn man dann wieder was Festes zu sich nimmt. Das war also schon mal super und hat super geklappt. Ich habe dann so als kleine Zwischenmittagsmahlzeit oder Vormittagsmahlzeit, als Vormittagssnack sozusagen einen veganen Proteinshake zu mir genommen. Und das ist so eine Routine, die ich jetzt neu für mich implementiert habe. Früher war ich eher so der Typ, Frühstück brauchst du nicht. Ich habe eher so Intervallfasten gemacht und habe dann mit Mittagessen gestartet. Jetzt nehme ich jeden Morgen zu mir einen veganen Proteinshake. Wobei, hier ist nochmal eine Einschränkung, eben nicht jeden Morgen, sondern nur von Montags bis Freitags, wenn ich also auf Arbeit bin. Und am Wochenende, da schaffe ich es aus familiären Gründen einfach nicht, mich da hinzusetzen und nur meinen Shake zu trinken. Sondern da gehört irgendwie so dieses familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl und Essen verbindet nun mal ganz einfach, gehört halt dazu. Aber wir sind ja erstmal bei Donnerstag, also Fastenbrechtag 1. Es gab einen Apfel, es gab einen veganen Proteinshake. Mittags gab es dann eine riesige Portion Rohkost, zubereitet im Spiralschneider, ein bisschen mit Öl und Nüssen und Gewürzen, so eine Art Dressing gemacht. Und dann habe ich halt wirklich nur erstmal vegan Rohkost zu mir genommen und da kann ich euch sagen, da waren einfach meine Augen viel, viel größer als mein Magen. Ich habe mir da eine riesige Schüssel an Rohkost reingezogen und das hat sich gerecht. So eine halbe Stunde später habe ich tierische Magenkrämpfe und Magenprobleme und richtig schwer im Magen fühlte sich das an. Also das, was ich eigentlich erreichen will, so eine Energie hoch zu bekommen und nicht ins Nudelkoma zu fallen, das hilft auch nicht, wenn man einfach viel zu viel Rohkost in sich hineindrückt. Und dementsprechend, da ist schon mal Warnhinweis 1, auch wenn ihr Hunger habt, auch wenn ihr Bock habt auf euer Essen, reißt euch zusammen, versucht eure Disziplin aufrechtzuerhalten. Ich habe mir halt gedacht, ach, ist doch gesund und viel gesund kann ja nicht schlecht sein. Pustekuchen. Also ich hatte mächtige Magenschmerzen und hatte damit zu kämpfen. Der Abend ging dann so aus, dass ich abends nochmal eine Gemüsebrühe gegessen habe, dazu ein bisschen so Reis, Waffeln, also auch relativ gut. Hat ganz gut funktioniert, war jetzt weniger Rohkost, war jetzt eher Gemüsebrühe, aber zumindest vegan und das lief dann wieder gesitteter ab. Jetzt kommen wir zu Freitag. Um Freitag früh lief auch alles super. Ich habe dann den Apfel weggelassen. Es gab nur den veganen Proteinshake zum Frühstück. Es gab mittags wieder meine Rohkost. Da hatte ich so ein bisschen Mandelmus als Dressing genommen und hatte das eben auch wieder schön mit dem Spiralschneider so nudelartig zubereitet. Und da kann ich euch echt sagen, wenn ihr jetzt Spaghetti Bolognese esst, dann schmecken ja nicht die Nudeln, sondern die Bolognese-Soße. Und so ist es auch, wenn ihr dann eben Zucchini oder Möhren oder Süßkartoffeln oder Kartoffeln durch den Spiralschneider durchschiebt, dann habt ihr halt eine gesündere Variante gegenüber den kohlenhydratreichen Nudeln. Und das eigentlich Geile ist ja die Soße, ist das Topping, womit ihr es zubereitet und was dann den Geschmack reingibt, weil Zucchini schmeckt halt relativ geschmacksneutral. Und da kann ich euch echt den Spiralschneider empfehlen. Du hast mega schnell große Portionen und durch dieses Drehen auf die Gabel, schön mit Soße irgendwie dazu oder auch vielleicht ein Pesto oder irgendwie sowas, habt ihr halt eine total kalorienreduzierte Variante. Es schmeckt aber genauso wie eure Nudeln mit Soße. Und das ist so das, wo ich jetzt sage, okay, Routine Nummer 1, die ich implementiere, ist der Proteinshake am Morgen, um einfach auch meine Eiweißquellen und Eiweißspeicher vollzufüllen. Und Routine Nummer 2 ist eben regelmäßig eben diesen Spiralschneider oder eben mit Rohkostvarianten da eine gute Mittagsvariante reinzubauen. So, wir sind beim Freitag angekommen. Und Freitagmittag habe ich meinen Salat gegessen. Ich war auch nicht alleine, denn wir hatten ein großes Team-Meeting.
Und es gab bei diesem Teammeeting auch das ein oder andere freudige Ereignis zu feiern. Und dementsprechend gab es leider nicht nur das, was jeder sich selber mitgebracht hat. Nein, es gab natürlich auch so kleine Schokoriegel. Und es gab Salzstangen. Und es gab noch Nüsse. Und es gab noch Muffins. Und es gab hier noch einen kleinen Kuchen. Und dann denkt man ja, ach komm, ich koste mal ein Stück. Und ein Stück ist kein Stück. Und schwuppsiwupps hat man irgendwie 10 Schokoriegel in sich hineingedrückt und 3 Muffins und 2 Stückchen Kuchen. Und man hatte zwar einen tollen, leckeren, gesunden Salat, aber hat es dann mit dem Nachtisch zum Salat völlig, völlig geschrottet. Also es war so wie die Öffnung der Büchse der Pandora, so wie mein Mund Schokolade und geile Sachen geschmeckt hat, war kein Halt mehr. Es war eine richtige Fressattacke, Fressorgie. Meine Mitarbeiter haben mich schon angeguckt und haben gesagt, hast du nicht gestern noch gefastet? Ja, glücklicherweise hat meine Frau mich gerettet. Sie hat sich versehentlich ausgesperrt zu Hause und das hat dann mein großes Fressen unterbrochen, weil ich nach Hause fahren musste, um meine Frau zu retten. Und danach habe ich mich, das ist das Schlimme, ich habe mich körperlich nicht schlecht gefühlt. Eher im Gegenteil, mein Körper war euphorisiert und mit Zucker vollgebombt. Also ich hatte Energie wie nie. Aber mental hatte ich echt zu knabbern. Also ich habe mir regelrecht so Vorwürfe selber gemacht und gesagt, Mensch, jetzt hast du hier 10 Tage gefastet und du willst so deine Ernährung komplett umstellen und dich gesund ernähren und jetzt drückst du dir einen Schokoriegel nach dem anderen ein. Nein, so geht's nicht weiter. Ich bin dann auch direkt glücklicherweise zum Fußballtraining. Erst habe ich 2 Stunden lang die kleinen Kinder trainiert und danach bin ich selber nochmal 2 Stunden zum Fußballtraining. Dazwischen habe ich eine ganz kleine Portion trockene Nudeln gegessen, einfach um meine Kohlenhydratspeicher wieder vollzufüllen, weil 4 Stunden am Stück in der Turnhalle rumtoben ohne entsprechende Nahrung ist dann halt auch ein bisschen doof. Und so ging dann der Freitag zu Ende und war halt mit dieser Fressorgie, mit den Schokoriegeln und so weiter so semi-geil. Der Samstag war dann wieder ein bisschen gesitteter. Samstagmorgen habe ich mich bewusst dazu entschieden, mit meiner Familie zusammen zu frühstücken. Es gab dann 2 Scheiben Brot, wobei hier muss man sagen, es war kein klassisches, einfaches Weizenbrot, sondern wir haben da schon auch eine gesunde Variante, haben selber ein Brot gebacken mit Haferflocken und mit Nusssplittern und mit Möhren und so weiter. Also schon eine nicht so einfache Kohlenhydratform, sondern schon eher komplexere Kohlenhydrate und schon eine etwas gesündere Variante. Habe dann auch mit veganen Brotaufstrichen gearbeitet. Auch ein bisschen Körnigen Frischkäse, ist jetzt nicht so vegan, ich weiß, aber zumindest gesund, sagen wir es mal so. Und dann sind wir in die Stadt gefahren. In der Stadt hat sich dann auch meine Disziplin wieder so ein Stück weit gefangen. Anstatt mich irgendwie für Burger oder Pommes oder für Döner oder für Pizza zu entscheiden im Einkaufscenter, habe ich dann tatsächlich aus der Drogerie mir, da gab es keine veganen Eiweißshakes, habe ich mir dann einen normalen Eiweißshake besorgt und das war dann mein Mittagessen. Das war also eigentlich ganz geil. Und am Nachmittag gab es noch ein bisschen Trockenobst und Nüsse und am Abend habe ich dann eine kleine Reispfanne gemacht, also da habe ich dann auch wieder frisches Gemüse genommen, habe das so ein bisschen angedünstet, mit Reis kombiniert, auch wieder ein bisschen Mandelmus dazu und dann war das auch ein relativ, es war kein Rohkost vegane Ernährung, aber es war vegane Ernährung und war super und war von den Kohlenhydraten und so weiter. Da habe ich mich wieder gefangen gehabt, nachdem ich Freitag so ein schlechtes Gewissen habe, habe ich Samstag wieder so halbwegs gesittet gegessen. Am Sonntag auch ähnliches Spiel, Frühstück lief super, Mittagessen lief super, da hatten wir nämlich Knäckebrot und auch wieder verschiedene vegetarische Brotaufstriche. Und dann kam wieder das Tief, so ein bisschen, die Fressorgie. Denn ich habe irgendwie eine Packung Donuts noch im Tiefkühlfach gefunden und dementsprechend hat dann meine Frau hat sich rausgehalten, die hat sich lieber eine Schale Müsli gemacht, die hat das verstanden, ja, ich nicht. Ich habe dann lieber mit meinen 2 Kindern irgendwie 12 Donuts verdrückt und habe mich danach wieder schlechter gefühlt. Am Abend gab es dann wieder eine kleine Reispfanne, habe mein Mittagessen dann für heute, für Montag vorbereitet und naja, mit Ausnahme der Donuts war der Tag so okay, aber hätte durchaus besser sein können. Weil gerade auch der Tag war so kombiniert mit Nieselwetter, Regen, nicht so viel draußen. Wir waren irgendwie bloß eine halbe Stunde aktiv. Auf Sport hatte ich an dem Tag auch irgendwie keinen Bock. Und naja, so. Heute Morgen dann, wie gesagt, bin ich auf die Waage gegangen, habe gesehen, oh, sind doch wieder 3 Kilo rauf. Klar, Muskelmasse und Körperfettanteil, das hat sich so ziemlich in der Waage gehalten oder ein positives Verhältnis gerückt. Aber ich habe wieder neue Energie gefasst. So, früh gab es dann wieder, heute Montag, gab es wieder meinen Proteinshake, vegan. Dann mittags gab es noch so das Essen von gestern, beziehungsweise so ein bisschen Reis und ein bisschen Gemüse und alles nochmal so ein bisschen gedünstet.
Und dann als Nachtisch waren dummerweise noch Reste vom Freitag da, weil ich war ja nun wieder auf Arbeit und dann waren ja noch Schokoriegel übrig und dann waren ja auch noch Salzstangen übrig und hier noch eine Handvoll Nüsse und es war nicht so schlimm wie Freitag, aber trotzdem hat mich wieder die Kollegin angeguckt, du hast doch letzte Woche gefastet, warum isst denn du jetzt schon wieder den dritten Schokoriegel? Und die Gummitiere, die brauchst du auch nicht essen. Die sind jetzt auch nicht unbedingt vegan oder vegetarisch. Weiß ich gar nicht, ob es vegane Gummitiere sind. Aber auf jeden Fall sind jetzt auch nicht unbedingt gesund. Das hat mir dann wieder die Augen geöffnet und hat mich dann auch jetzt zu dieser Podcast-Episode und zu dieser Episode hier insgesamt motiviert, um euch einfach zu sensibilisieren, wenn ihr denkt, 10 Tage nichts zu essen, das ist die eigentliche Herausforderung. Pah, Pustekuchen. Die eigentliche Herausforderung kommt bei diesen Aufbautagen, weil man einfach im Kopf hat so, ach, jetzt darf ich ja wieder essen und jetzt will ich das alles nachholen, was ich hier 10 Tage lang irgendwie vermieden habe. Und das sollte nicht das Ziel sein. Also ich bin da mit meiner Disziplinlosigkeit gescheitert. Ich würde mir wünschen, ich könnte es rückgängig machen. Nein, aber ich kann mir morgen zumindest als Ziel setzen, es wieder besser zu machen und auch für den Rest des Tages jetzt besser zu machen. Aber ich kann euch zumindest sagen, das war deutlich schwieriger, die Aufbautage danach, als die 10 Tage zu fasten. Und das sollte euch vielleicht eine Lehre sein, beziehungsweise so ein kleiner Warnhinweis. Ja, Fazit. Insgesamt hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Insgesamt bin ich auch bewusst unterwegs. Ich bin mir momentan gar nicht so sicher, ob ich jetzt extrem viel Schokolade gegessen habe oder extrem viel schlechte Dinge gegessen habe. Aber es ist mir auf jeden Fall bewusst geworden. Es war praktisch eine bewusste Inkompetenz. Vielleicht habe ich früher genauso viel gegessen und in mich hineingestopft, ohne es mitzubekommen. Also es war eine unbewusste Inkompetenz. Jetzt ist es vielleicht eine bewusste Inkompetenz. Also ich mache es immer noch falsch, aber mir fällt es zumindest auf. Und jetzt versuche ich daraus eine bewusste Kompetenz zu machen und dann idealerweise irgendwann eine unbewusste Kompetenz daraus zu machen, dass ich komplett auf solche Schokoriegel und Salzstangen und all dessen einfach verzichten kann. Und mich gar nicht mehr schlecht fühlen brauche, sondern es automatisch richtig mache. Das ist eigentlich das Ziel, was ich erreichen möchte. Ja, falls ihr selber auch schon mal so ein Fastenexperiment gemacht habt, dann schreibt doch gerne mal eure Kommentare einfach in YouTube unten drunter. Falls euch das hier auch geholfen hat, vielleicht als kleiner Warnhinweis, dann gebt auch gerne mal einen Daumen nach oben. Ihr könnt übrigens auch auf iTunes oder in der Apple Podcast App eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Auch da könnt ihr entsprechende Kommentare hinterlegen. Ich lese alles und antworte auch darauf. Und ja, falls ihr ansonsten noch weitere Tipps und Selbstexperimente und Tricks rund um das Thema Gesundheitsmanagement haben wollt, dann tragt euch doch einfach in unseren Newsletter ein unter bgmpodcast.de/Newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Tipps, Trends und Neuigkeiten rund um das BGM. Und dann hoffe ich, dass ihr vielleicht in Zukunft etwas disziplinierter seid als ich. Ich drücke euch die Daumen dafür, wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und sportfrei.